Viertelfinale, Spiel 6, Wolfsburg gegen Straubing. Die Grizzlies mit dem Rücken zur Wand. Ein Do-or-Die-Spiel für Wolfsburg, weil Straubing in der Serie 3-2 vor dem Spiel führte. Und das Ziel ist klar, Wolfsburg muss besonders in der Offensive einen Gang hochschalten. Wir starten rein ins Spiel. Ein Spiel, in dem Wolfsburg direkt den Ton angab. Hier eine gute Möglichkeit. Dann ist es die zweite Scheibe und das frühe Tor. Keine 30 Sekunden gespielt. Wolfsburg ging in Führung und zeigte eine Reaktion auf das vergeigte letzte Spiel in der Serie. Archibald, der Torschütze, wir sehen hier aber, dass Parker Toomi eigentlich die Scheibe selbst ins eigene Tor chippt bei diesem Rettungsversuch, will die Scheibe hinter das Tor spielen, um die Scheibe zu klären, chippt sie aber ins eigene Tor. Damit die Führung hielt aber nicht lange. Straubing fand postwendend die Antwort. Spielzug läuft, Scheibe läuft, kommt erst hier zum Tor. Und dann wird sie rübergelegt. Dann ist es St. Dennis mit dem 1:1. Also der perfekte Zeitpunkt für diese Antwort hat nicht lange gedauert. Allgemein war es ein sehr offensiv geführtes Spiel von beiden Mannschaften. Und nachdem St. Dennis im letzten Spiel schon getroffen hat, jetzt wieder auf dem Scoreboard. Grundsätzlich muss man aber sagen, dass Wolfsburg den Ernst der Lage verstanden hat und sehr gut im Spiel drin war. Sehr wach, sehr präsent, mit guten Möglichkeiten. Das ist Archibald, der hier eine Mega-Möglichkeit hat. Hunter Miska mit einem Riesensave mit der Stockhand. Und es gab noch ein paar Chancen von Wolfsburg in diesem Kaliber, aber man ließ sie liegen. Zweites Drittel, auf einmal ein ganz anderes Spiel. Straubing jetzt oben auf, mehrere gute Möglichkeiten, weil Wolfsburg es auch nicht clever machte. Wolfsburg mit einigen Fehlern im zweiten Drittel. Man lud die Straubinger förmlich ein. Hier Wolfsburg in der Offensive, dann aber die Scheibe hergeschenkt, in den Schläger von Straubing gespielt und dann ist es das Umschaltspiel, das Straubing hier wunderbar macht. Und Josh Szymanski trifft zur Führung und Straubing drehte damit zwischenzeitlich das Spiel. Vorlage kam von Travis Turnbull und Mario Zimmermann. Das hier war aber der Fehler. Wolfsburg nicht clever genug, schenkten da die Scheibe her. Und dann ist es ein wunderbarer Schuss von Szymanski, der zur Führung trifft. Ging auch so in Ordnung. Letztes Drittel. Jetzt Wolfsburg wieder etwas aktiver, aber Straubing erstmal hier mit der Möglichkeit. Dann geht es auf die andere Seite und hier ein Fehler an der eigenen blauen Linie und das ist JC Baudin, der ein Kunststückchen vor Hunter Miska hinlegt. Butterweich reingelegt, dieses Tor im Alleingang noch gestört, aber er lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Butter, ja auch einer der Besten von Wolfsburg in der Serie. Nur in einem Spiel in dieser Serie bislang nicht gepunktet. Aber auch hier findet Straubing wieder die Antwort zu einem super Zeitpunkt. Hat nicht lange gedauert, dann ist es Luke Adder mit einem Kunstschuss über die Schulter von Dustin Strahlmeier, die erneute Führung und der Dämpfer. Genau in dieses Momentum rein, das Wolfsburg nach diesem zwischenzeitlichen Ausgleich hatte. Hier wieder den Stecker gezogen. Und dann sah es ja lange so aus, als würde Straubing dieses Spiel ziehen. Aber dann gab es diese Strafzeit, kurz vor Ende der regulären Spielzeit. Es war die erste Strafzeit im Spiel überhaupt. Wolfsburg mit dem maximalen Druck. Dann läuft die Scheibe wunderbar. Murray runter und dann ist es wieder JC Baudin, der das Spiel ausgleicht, der Wolfsburg am Leben hält. Das 3:3 im ersten Powerplay des Spiels. Murray hier rüber, dann ist es Baudin, möglicherweise noch abgefälscht. Am Ende zappelt die Scheibe im Netz. Wolfsburg oben auf und die Wolfsburger nahmen diesen Schwung mit in die Overtime. Scheibe kommt hier zum Kapitän Spencer Marček mit der Möglichkeit. Hunter Miska erst da, Scheibe bleibt aber heiß. Dann ist es wieder Marček, der die Scheibe eigentlich in die Mitte bringen will. Aber dann wird sie abgefälscht vom eigenen Mann und trudelt ins Tor rein und damit gibt es ein Spiel 7 und Tom Pokel
Der Coach, Herr Straubinger, ist bedient. Es ist 60 Minuten und you know, wir dürfen nicht die Kopf hängen und das ist 60 Minuten und so ist es. Ich würde nicht immer betonen, so nah dran, so nah dran. Wir müssen das über die Bühne bringen. Spitzenkampf von der ganzen Mannschaft, immer an uns geglaubt, immer unser System weitergespielt und ja, wir sind froh, dass wir am Schluss noch den Ausgleich machen konnten und so mit viel Power rauskommen in die Overtime und jetzt gleich relativ schnell nach Start der Overtime den Sack zuzumachen und jetzt heißt gut erholen und die Energie mitnehmen nach Straubing. Straubing stand schon mit einem Bein im Halbfinale, aber Wolfsburg trifft im einzigen Powerplay des Spiels kurz vor Spielende zum Ausgleich und in der Verlängerung zum 4-3 Endstand. Was für ein Finish, was für ein Drama. Damit gibt es am Mittwoch den Showdown, die ganz große Bühne, Spiel 7, alles oder nichts am Pulverturm in Straubing am kommenden Mittwoch. 4-3, der Endstand nach Overtime für Wolfsburg gegen Straubing. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.